Ja, hallo meine lieben Elite Dangerous Freunde. Ich melde mich zurück von einer Station, wo ich letztens war. Ihr erinnert euch vielleicht, um dort eine Mission anzunehmen, um ein Geschütz von einem Megaschiff zu deaktivieren. Ja, und nun bin ich wieder zurück in der Bar und klappere wie immer. Das ist so mein tägliches Pflichtprogramm, wenn ich mich einlogge. Mal die Auftraggeber und das Terminal nach neuen Aufträgen ab. Und ja, da bin ich doch direkt, wie ihr seht, gerade wieder fündig geworden. Eine tolle Mission, die wieder Spaß macht, und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, ihr bekommt, um diese Siedlung, wie ihr seht, hochfahren zu können, von der Auftraggeberin hier einen Energieregulator ausgeliefert. Und ja, den sollt ihr da einbauen. Heißt also, die Siedlung ist runtergefahren, und sowas lässt sich natürlich immer gut kombinieren, indem man dort dann farmen geht. Und nach Beendigung der Arbeit den Energieregulator gleich wieder ausbaut und am Ende des ganzen Spiels eine solche Mission dann für aufgegeben deklariert. Hat natürlich zur Folge, dass euer Ruf hier fällt, aber wenn er sowas an Stationen macht, wo ohnehin kein Interesse weiter besteht, wie der Ruf der Fraktionen da ist, dann sind das wunderbare Sachen, wo man sich diese Möglichkeit zunutze machen kann. Deswegen hätte ich gerne hier nochmal gewusst, was kriege ich ansonsten dafür? Finanziell, Einfluss, topografische Erhebungen. Über die Bezahlung will ich jetzt in dem Falle mal nicht verhandeln. Ich nehme einfach mal das Angebot so an. Ja, das war aber nur mal ein kleiner Spaß nebenbei. Eigentlich wollte ich mit euch von hier aus eine neue Kampfmission starten. Denn mein guter Freund alter Schwabe hat mir kürzlich wunderbare Tipps gegeben, wo ich mal eben schnell bei Pioneer Supplies eine Karma, weiß ich nicht wie heißt, Raketen- bzw. Granatenwerfer in der Stufe 3 erwerben zu können. Wunderbare Sache. Nach der Waffe habe ich schon lange gesucht, eine der wenigen, die ich bisher nur auf Stufe 1 erwerben konnte und auch nirgendwo bisher ein anderes Angebot dafür bekam. Nun habe ich endlich eine gefunden, dank meines Freundes an dieser Stelle. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für den Tipp und auch nochmal für den zweiten Anzug. Ein zweiter Dominator-Anzug in Stufe 3 konnte ich auch noch durch einen super Tipp von ihm erwerben. Ja, das freut mich sehr, dass die Elite-Community so sozial eingestellt ist. Und an dieser Stelle, wie gesagt, vielen herzlichen Dank auch an alle meine treuen Zuschauer. Ich mache das wirklich aus reiner Spaß an der Freude, habe eigentlich keine kommerziellen Interessen daran. Und es freut mich für jeden Zuschauer, den ich mehr begeistern kann. Das motiviert mich natürlich weiterhin, hoffentlich gute Videos für euch zusammenzustellen. Mein eigentliches Ziel ist es nun, über den Frontline Solution Dienst hier drüben mir eine neue Kampfmission zu holen mit der mittleren Einstufung und vielleicht mal die neu erworbene Waffe als Alternative für meine Schrotflinte einzusetzen. Beides mal ein neues Szenario, das würde mich jetzt persönlich mal reizen. Aber bevor ich das mache und mit euch da gemeinsam hingehe, will ich mein Pflichtprogramm noch abarbeiten und nochmal alle Aufträge durchchecken. Wir sehen uns also in Kürze. Ja, nachdem ich nun das Terminal nochmal nach neuen Aufträgen gecheckt habe, bin ich bei einem noch hängen geblieben. Den zeige ich euch gerade noch. Und zwar neben dem, den ich habe ich ja als Auftrag angenommen von einem Auftraggeber wegen des Energieregulators, den ich mir auf diesem Wege dann durch Aufgeben einverleiben möchte, nebenbei ein bisschen sammeln gehe auf der Station, habe ich den hier noch gefunden, Bedrohungsstufe 5. Ihr seht, hier geht es wieder mal um einen Tötungsauftrag, und zwar geheimes Ausschalten sogar. Ich darf also nicht mal Alarm auslösen. Weiß nicht, ob ich das hinkriege, bin mal gespannt, aber würde da als echte Missionsbelohnung immerhin auch nochmal zwei Energieregulatoren bekommen. Denn soweit mir das noch in Erinnerung ist, brauche ich Energieregulatoren auch, um Anzüge weiter aufzurüsten und natürlich für viele andere Dinge auch. So, aber bevor wir das alles uns
missionstechnisch angucken, gehen wir erstmal hier zu Frontline Solutions. Dieses System braucht Sie im Kampf. Sind Sie bereit? Ja. Was hast du denn im Angebot? Wollen Sie, dass sich Ihr Training auszahlt, Soldat? Ja klar, deswegen bin ich doch bei dir. So, dann schauen wir doch mal. Ja, genau, das war ja der Grund, warum ich mir hier dieses System ausgesucht habe. LFT 1300, hier ist eine schöne große Station mit Frontline Solutions. Und gar nicht weit weg hier gibt es zwei Planeten jetzt, jedenfalls im Moment, wo irgendwie Krieg herrscht. So, da gucken wir mal, das wäre der erste. Ah, da haben wir doch gleich Mittel, das ist doch schon mal prima. Und das ist überhaupt der einzige, den es hier gibt. Wie sieht es hier aus? Ah, hier haben wir niedrig. Ja, dann ist doch schon klar, was wir machen. Ne? Dann gehen wir natürlich hier direkt mal hin. Planetenkarte anzeigen. Und da haben wir doch den Stützpunkt schon. Okay. Was haben wir hier als Beschreibung? Hightech, Bedrohungsstufe 1. Ja, okay. Und das ist hier 210.000 für den Sieg. Okay. War's das, Soldat? Ja. Jetzt warte ich nur noch, dass du mir einen entsprechenden Shuttle-Service hier vorbeikommen lässt. Mach's gut. Kommen Sie, wenn Sie kampfbereit sind. Wollen Sie, dass sich Ihr Training auszahlt, Soldat? Habe ich jetzt vor lauter Stress eben das doch gar nicht programmiert scheinbar. Sollte man dann doch mal tun, ne? So, okay, dann suchen wir uns jetzt mal hier die Fraktion aus. Moment. Ist eigentlich egal. Machen Sie sich einsatzbereit. So. War ein Fehler vom Amt. Entschuldigung, ich war noch in Gedanken, ne? Macht's gut. Bis dann. Einsatz bestätigt. Melden Sie sich beim Abwurfschiff. Aber sowas von. Okay. Ja. Das nennt man, ne? Zackig. Ich warte jetzt hier auf das Schiff. Ja, wieso steht das eigentlich nicht schon grundsätzlich im Hangar? Noch weiter runter geht doch eigentlich gar nicht, oder? Naja, muss ich nicht verstehen, ne? Es kommt wahrscheinlich aus dem Boden heraus. Texturmäßig wird es dann erst ganz langsam aufgebaut. Wo hast denn du deinen Einstieg? Hinten, glaube ich, ne? Genau. So, alles klärchen. So, und auf dem Weg dahin sollten wir natürlich unseren Anzug umkonfigurieren. Aber sagen wir doch erstmal, hallo, wo ist er denn? Ach, da unten. Ja, grüß dich, ne? Ich hoffe, du bringst mich gut gleich dahin, wo es zur Sache geht. So, wir beschäftigen uns mal kurz mit der Konfiguration. Selbstredend nehmen wir den Dominator-Anzug. Und die Konfiguration, ach, die müssen wir extra hier so aufrufen. Okay, hab's kapiert. So, die hier, die, Moment, das ist die Schrotflinte. Die würde ich gerne ersetzen durch, wo ist sie denn? Hier, genau, Karma L6. Clipgröße 2, Schaden heftig, habe ich glaube ich überhaupt noch niemals im Einsatz gehabt, weiß ich gar nicht, wie die funktioniert. Weiß nur, dass da irgendwie Granaten rauskommen. Dann nehmen wir die doch mal als zweite Primärwaffe, das Weitschussgewehr und als sekundäre die Pistole, das passt doch. Okay. Ja. Keine Ahnung. Vorgehensweise, ich muss mich erstmal mit dem mittleren Kampfgeschehen auseinandersetzen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Gegner einfach schlichtweg mehr aushalten und vielleicht die AI etwas besser agiert. Mehr an Truppen, glaube ich, weniger. Ja, ich gebe mir mal so 3 Leben, sage ich mal, wie man das in anderen Shootern auch hat, ja. Bis ich mir endgültig für mich persönlich die Mission als gescheitert sehe. Ziel wäre natürlich, es ohne zu fallen, wie man das ja in der Kriegssprache nennen würde, den Kampf zu gewinnen. Aber da es mein erster Kampf in dieser mittleren Stufe ist, gebe ich mir einfach mal 3 digitale Leben. Es passiert ja nichts, habt ihr ja schon gesehen.
bei anderen Missionen, wenn er eben ins Gras beißt, dann werdet ihr wieder zurück ins Abwurfschiff gesetzt und könnt erneut eingreifen. Es wird nichts abgezogen und das, was ihr bis dato erspielt hattet, bleibt auch erhalten. Insoweit, wenn eure Mannschaft die NPCs gemeinsam mit euch gewinnen, bekommt ihr auch die Missionsbelohnung. Allerdings müsst ihr erst mit dem Shuttle wieder zurückfliegen auf die Station. Dort könnt ihr dann die Belohnung eben bei Frontline Solutions einkassieren und könnt, wenn ihr wollt, gleich wieder den nächsten gleichen Auftrag wiederholen. Solange ihr nicht aussteigt, bleibt diese Mission immer aktiv. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich schlage, vor allen Dingen mit einer Waffe, die ich gar nicht kenne, die ich erstmal einschätzen lernen muss, wie man die einsetzt. Kilo Alpha 3 an Leitstelle. Wenn das so ähnlich ist wie mit den Granaten, dann habe ich da eher ein schlechtes Gefühl, damit gezielt jedenfalls vernünftig austeilen zu können. Aber wir lassen uns mal überraschen. So. Und natürlich wieder Nacht, ist klar, ne? Mach ich. Ich gebe mein Bestes. Hallo? Stockeduster hier. Aha, das ist die Wumme. Da haben wir also 12. Okay. Das ist mein Fernschussgewehr. Und einmal nach unten, da habe ich immerhin 108. Und die ist ja nicht schlecht, so im Nahkampf. Dann werden wir mal losgehen. Okidoki. Hier ist ein Punkt, das können wir schon mal sehen. Foxtrot ist da hinten. Und mal gucken, wie ist das mit dem Springen? Geht. Lässt sich ganz gut. Mhm. Bestens. Verstärkung des Feindes im Anflug. So, dann versuchen wir doch mal. Der Feind hat Echo bekommen. Schild offline. Bravo ist online. Ich bin etwas Konfuzius. Moment, ich muss erstmal irgendwie klarkommen hier, dass ich weiß, wo ich hier zu Hause bin. Foxtrot vom Wald eingenommen. Gut. Verstärkung im Anflug. Bravo. Echo ist da. Ich gehe erstmal nach oben, damit ich überhaupt erstmal hier einen Eindruck kriege. Nehmen wir mal das Fernschussgewehr. Feindliches Kommando hat Verstärkung angefordert. Ah. Komm. Ach, der ist schon tot. Halleluja. Da ist Bravo, okay. Verstärkung ist eingetroffen. Bravo. Nehmen wir. Wir haben Bravo beansprucht. Jawohl. Müssen wir uns mal langsam so ein bisschen orientieren und gucken, wo es hier sowas wie Munition und Strom und so weiter gibt. Oh, zack, jetzt habe ich wieder nicht aufs Radar geguckt. Wahrscheinlich kam wieder von hinten einer. Da ich so beschäftigt war mit der Tante vor mir, habe ich das alles wieder nicht geschnallt. Okay, naja gut. Immerhin, schon mal etwas. Learning by doing, oder wie heißt das? Als nächstes müssen wir uns mal mit unserem Granatenwerfer auseinandersetzen. Mal gucken, wie der so drauf ist. Na, wie sieht es da unten aus? 8,35 zu 8,50. Ja nun, komm, schmeiß mich mal wieder raus hier. Ich möchte mitspielen. Ich glaube, meine Jungs sind ohne mich ganz schön aufgeschmissen. Mit mir allerdings auch. Okay, ist ja auch mein erster Trip hier.
mein allererster Kontakt mit dieser Station. Ich würde vor allen Dingen gerne mal wissen, wo hier mal so ein bisschen Strom und so ein Zeug zu finden ist. So, nehmen wir mal den Granatenwerfer. Wow, doch gar nicht so schlecht. Verstanden! Uiuiuiui! Uhu! Verstärkung des Feindes im Anflug! Deckung! Boah! Echt was los? Ich brauche dringend mal irgend so ein Aufladeteil hier. Ich muss mir mal irgend so was organisieren. Vor allem brauche ich mal Licht. Aha. Hier komme ich aber auch nicht rein. Autsch. Ist ja übelst. Oh Mann! Super! Huiuiuiui. Ja, das ist schon eine andere Hausnummer, muss ich gestehen. Definitiv, da muss ich erstmal einen Durchblick kriegen hier. Das dauert wohl noch ein bisschen. Sowohl was die Location betrifft, wo überhaupt was ist, damit man mal gezielt auf irgendeine Ladestation zugehen kann oder auch mal Munition nachladen kann. Dann, wo die entsprechenden Positionen der Flaggen sind und die Einschätzung der Gegner samt der Wahl der richtigen Waffe. Ja. Echt eine Aufgabe. Tja, mit diesem Granatenwerfer. Jetzt versuche ich es mal vom Dach aus. Mal gucken, wie er sich da verhält. Vielleicht ist das eine bessere Idee. Machen wir mal Licht. Ja, ich übe Rache. Ich versuche übe Rache. Das ist gut. Rache üben. Lass uns das Ganze mal von hier oben begutachten. Da unten haben wir eine Location. Verstärkung des Feindes im Anflug. So. Zack. Wow, geht ja. Aha. Also aus der Distanz. Das scheint die richtigere Wahl zu sein. Gut, hey, cool. Das ist in Ordnung, das gefällt mir. Das machen wir. So ist gut. Alles klar. Mal gucken, was hier hinten noch so los ist. Hier ist gar nichts los. Da laufen ein paar rum. Das ist aber unbedeutend. Wie sieht's hier aus? Mhm. Wenn das so aussieht, können wir ja auch mal hier den Schild ausmachen. Und warten wir einfach mal hier oben ein bisschen. Alpha ist jetzt online. Wir haben Bravo beansprucht. Feindliches Kommando hat Verstärkung angefordert. Ah. Verstärkung im Anflug. Echo ist da. Wir haben jemanden verloren. Dauert ein bisschen.
ist aber sehr weitflügig. Das macht schon Laune. Yeah, wow. Cool. Ah. Ach, Manu. Lass mir doch auch mal einen. Autsch. Ja, so macht das schon Spaß. Das ist schon in Ordnung. Hab also was gelernt. Diese Waffe ist definitiv gut geeignet, um auf Distanz zu spielen. So, jetzt habe ich aber mein Problem immer noch nicht gelöst, dass ich mal irgendwo sowas... Ah, hier steht doch ein Energielader. Ja, herrlich. Supi. Dann mal her damit. Was brauchen wir da? Dieses Ding hier. Klasse. Ja, da können wir doch auch gleich mal hier so ein Ding einnehmen, ne? Wenn schon, denn schon. Wenn wir schon mal hier rumstehen. Also aufs Dach springen, da haben wir eine Ladestation. Hier ist ein Punkt, der immer mal wieder online geht. Den kann man ja scheinbar ganz problemlos hier relativ gut halten. Verstärkung ist eingetroffen. Hier kommt aber gleich einer um die Ecke, habe ich das Gefühl, ne? Genau. Hab ich dich. Delta ist eingenommen. Delta ist eingenommen. Das ist unser. So, jetzt gehen wir wieder mit unserem Granatenwerfer nach oben. Bravo ist online. Und schauen mal, was wir von hier aus erledigen können. Keine Munition mehr, schade. Okay. Dann nehmen wir unser Fernschussgewehr. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Das ist auch in Ordnung. Und tschüss. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, los, komm. Oh, oh, oh. Tot. Schade, der ist nicht mehr zu kriegen. Wo ist denn Munition? Oh Mann, komm schon! Ja, was soll denn das? Oh Mann! Ja, verhalten die sich nun intelligenter? Das ist die große Frage. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal etwas Munition. Der Feind hat Alpha eingenommen. Wo ist die Munitionskiste? Ja, wo ist sie denn? Charlie ist jetzt online. Gibt's doch gar nicht. Du bist doch direkt vor mir liegen. Ach, da hinten. Oh Mann. Blind ist ja gar nichts, ne? So, die haben wir schon mal wieder. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder Energie. Und Energie gab's wo? Energie gab's hier vorne irgendwo, ne? Da. Genau. Nehmen wir. Einmal Energie bitte. Zack, zack, zack. Okidoki. So, jetzt wieder nach oben. Jetzt dürfen wir ja unseren Granatenwerfer wieder einbauen, ne? Jungs, wo seid ihr? Charlie wurde gesichert. Der Feind zieht sich zurück. Jetzt nicht nachlassen. Wir haben Bravo beansprucht. Feindliche Kräfte im Arsch. Echo ist da. Komm, nochmal. Verstärkung ist eingetroffen. Foxtrot-Signal ist online.
Klasse. Yeah. Come on. Bumm. Oh. Leck mich doch. Okay. Hab eine andere geschafft. Bumm. Da muss doch noch einer sein. Doch, wenn man es erstmal kapiert hat, wie man die einzusetzen hat, macht die schon richtig Laune. Vor allen Dingen, die hat ja echt eine wahnsinnige Weite. Ah ja, auch tot. Okay. Noch ein Roter. Nein. Nein. Oh, schade. Schon wieder alle. Der Feind hat Echo übernommen. Ach, Mist. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Alpha ist jetzt online. Zack. Vorhalten. Ah, nee, das ist echt zu weit. Verstärkung ist eingetroffen. Mist. Verstärkung des Feindes im Anflug. Nein. Mensch. So, jetzt muss ich mich wieder mal hier dringend um genau das da kümmern. Genau, Anzug wird aufgeladen und dann brauchen wir noch ein bisschen Munition. Wo gab's die noch? Ja, ja, machen wir. Ach naja, wenn das so aussieht. Oh Mann, falsche Baustelle. Oh Mann. Jude ist inaktiv. Können ja mal eine Granate da runterschmeißen. Ja. Verstärkung bereit zur Entsendung. Funkstonsignal ist online. Gut. Da hinten läuft noch was rum. Wo ist das? Noch einer. Ach, da haben wir noch 21 Schuss drin, das sollte genügen. Nur noch ein Feind übrig. Töten Sie ihn! Jo, machen wir. Auch ohne Schild. Wir brauchen Sichtkontakt zum Ziel. Ja, ich sehe ihn doch schon, da kommt er doch irgendwo. Ja, Wahnsinn! Schlacht gewonnen! Na, dann habe ich ja nach meinem eigenen Maßstäben zumindest
es geschafft. Ich bin ja nur, in Anführungszeichen, zweimal gestorben. Aber, naja, eine kleine Übungsphase sei einem ja gegönnt. Wenn ich die jetzt nochmal spiele, im Anschluss mache ich das auf jeden Fall nochmal, dann weiß ich ja schon, wie man da vorgehen muss. Und dann macht das natürlich noch wesentlich mehr Spaß. Aber in diesem Sinne verabschiede ich mich. Wünsche euch noch was. Wir sehen uns in Kürze wieder. Tschüss.